Hallo, liebe YouTube-Freunde. Heute begrüße ich euch mal wieder aus unserem Kastenwagen, dem Donkey, wie wir ihn nennen. Und ich habe heute ein kleines Do-it-yourself-Video für euch. Viele Wohnmobilisten kennen das. Die Hickeys pfeifen während der Fahrt ganz furchtbar. Wir haben hier vorne in unserem Kastenwagen ein 50 x 70 cm Midi-Hickey verbaut. Das hat keine Zwangsentlüftung. Das heißt, da ist auch schon eine Dichtung verbaut, aber ab 50, 60, spätestens ab 70 Stundenkilometer pfeift es ganz fürchterlich. Und zwar hört sich das dann so an. Im Rahmen der Mängelaufnahme beim Händler habe ich das natürlich auch reklamiert. Man hat gesagt, ja, wir bestellen dann da bei Dometic eine andere Dichtung. Die haben schon gesagt, die schicken was. Ich habe geguckt, was es bei Dometic so gibt. Und bei Dometic gibt es genau die eine Dichtung, die wir auch schon drin haben. Und habe ich mich gefragt, was soll wohl anders werden, wenn man die gleiche Dichtung wieder verbaut, die bereits drin ist? Ich würde vermuten, die gleiche Geräuschentwicklung. Ich habe mir das Ganze da oben etwas genauer angeguckt und Folgendes festgestellt. Die Dichtung ist hinten herum verklebt und am vorderen Rand, sprich zur Fahrerseite, nur minimal verklebt. Da kann man die also so ein bisschen rausbröckeln. Und das habe ich auch gemacht, denn eins fiel mir auf. Nach vorne ist die Dichtung etwas höher und nach hinten ist sie schön tief reingedrückt. Und wenn man sich das anguckt, ich weiß nicht, könnt ihr bei eurem Hickey auch mal gucken, wenn man es runterkurbelt, das bleibt auch so hoch. Das ist also die Lufteintrittspforte, da kommt die Luft durch. Weshalb das so ist, fragt mich nicht. Man hätte das vielleicht auch mit gleichmäßigem Andruck bauen können. Vielleicht kann man das nachstellen, ich weiß es nicht. Ich habe eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich habe gedacht, wenn da Luft durchkommt, muss dann noch eine dickere Dichtung rein. Ich möchte aber nicht diese Dichtung austauschen, die ist ja ansonsten ganz gut. Also habe ich mir eine andere Lösung überlegt und ich habe mir besorgt ein EPDM-Dichtband in der Breite 20 mm und 3 mm hoch. Selbstklebend, das kann man dann da oben drauf verkleben auf dem Stück, wo ich denke, dass da was fehlt. Um das auszuprobieren, habe ich ein Stück ganz normaler Fensterdichtung genommen, die da erstmal probehalber draufgelegt. Und wir haben den Unterschied beim Fahren mal ausprobiert. Als der Streifen nicht drin lag, hörte sich das so an. Das ist furchtbar, das möchte man nicht ertragen. Wir haben uns auf der Fahrt angeschrien. Und wenn man dann auch noch filmen möchte, dann versteht ihr uns überhaupt nicht, was wir euch zu sagen haben. Mit dem Streifen hörte sich das dann so an. Das ist doch schon viel erträglicher, oder? Weiter geht's mit den beiden hinteren Hickeys, denn die haben keine Dichtung und das ist mit Recht so. Die sind zwangsentlüftet. Das leuchtet mir auch ein. Und das über dem Bett, das möchte ich auch so lassen. Da möchte ich, dass wenn wir da hinten liegen, die Feuchtigkeit, die wir im Schlaf absondern, auch oben rauszieht. Das bleibt, wie es ist. Aber ich war hier kürzlich drin und habe mal was gerichtet, als es ein bisschen gestürmt hat draußen. Wirklich nur ein bisschen, nicht schlimm. Das Hickey im Bad, das pfeift ganz furchtbar und zwar so. Da geht es jetzt nicht nur um die Geräusche während der Fahrt, die sicherlich dort auch entstehen, sondern auch um Geräusche, wenn wir hier drin wohnen. Und wir stehen irgendwo auf dem Platz und es pfeift da oben rein. So wie das da rein pfeift, kommt auch der Dreck da rein. Ich habe es mal ausprobiert, warum das so ist und habe ein bisschen am Fenster geruckelt. Das ist kein Wunder, dass es da durchpfeift. Hinten über dem Bett ist das nicht ganz so schlimm, da wackelt es wirklich nur ein wenig. Das lassen wir so, da kann der Dampf abziehen, wie man so schön sagt. So, was brauchst du nun alles dazu, um vielleicht das gleiche bei dir zu machen? Einmal das 20 mm x 3 mm EPDM Dichtband. Dann für das kleine Hickey ein ähnliches Dichtband. Da habe ich genommen ein Compri-Band. Das ist auch selbstklebend. Das muss man ein bisschen hineinfrickeln. Ich habe vorher das Fenster aufgemacht, mal mit Waschbenzin die Rille ein wenig versäubert. Dann wollte ich das erst genau ausmessen mit einem Zentimetermaß und habe festgestellt, das kann ich nicht richtig ausmessen, das ist umständlich. Dann habe ich es einfach in drei Stücken nacheinander abgeschnitten und reingeklebt. Wenn du das da reindrückst, zieh es ein bisschen und drück das Stück, was du gerade anklebst,
immer schön rein mit dem Fingernagel, hinterher noch mit einem stumpfen Gegenstand, vielleicht eine zusammengeklappte Schere nachstochern. Ganz sauber wird das nicht, weil es ist ein Kompriband, das dehnt sich aus. Aber ich denke, im Laufe des Gebrauchs wird sich das ein wenig anlegen. Ob das in ein paar Monaten noch schön aussieht, vermag ich nicht zu sagen. Aber das beides zusammen ist eine sehr günstige Lösung, um das mal auszuprobieren, wie man ein wenig von den Geräuschen dämmen kann und vielleicht auch ein bisschen den Dreck aus dem Badezimmer fernhalten kann. Ja, und wenn dir das Video dann heute auch geholfen hat, dann freue ich mich und vielleicht fällt mir demnächst schon wieder was Neues ein, was es hier noch zu verbessern gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Karin.